Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Herr der Ringe Online und nach den, ja, be etwas beschaulichen Feiertagen bei dem Spiel und Spaß beim Jubiläumsfest sind wir jetzt wieder in den einsamen Landen in der Feste Gurut bei unserem Friederik und holen uns jetzt den Epos ab, denn der ist mittlerweile da. Was ist denn das? Muss ich nicht verstehen, oder? Na, egal. Bleibt einen Moment. Ich habe eine Nachricht von jemandem erhalten. Vielleicht habt ihr schon einmal von ihm gehört. Er ist ein Waldläufer und sein Name ist Khandaid. Die Einzelheiten sind mir nicht ganz klar, aber es scheint sehr wichtig zu sein, dass ihr mit ihm sprecht. Ich glaube, es geht um die Aktivitäten des Feindes in den Nordtönen. Er lagert nordwestlich der Wetterspitze. Reist nach Westen bis zur verlassenen Herberge und haltet euch dann nach bis zum Norden, bis ihr sein Lager erreicht. Sorry. Ja, und zwar geht es ganz tiefrot. Aber das will uns ja nicht strecken, auch wenn es Level 34. Ups, ich wollte es doch. Auch wenn es Level 34 ist, das will uns gerade mal nicht schrecken. Dann machen wir uns nämlich jetzt auf den Weg zu Khandaid, denn dann geht es in die Nordhöhen. Und zwar weg aus den einsamen Landen, die teilweise ein bisschen anstrengend werden können. Eben dadurch, dass dieses Gebiet ja noch komplett free to play ist. Ja, was heißt also, ich meine ja bis Level. Ich weiß nicht, Level 20, 25 ist es komplett Free-to-Play, beziehungsweise die Gebiete, ach, da greift mich direkt was an, die Gebiete Breland. Ich rede gerade, hör auf mich ab. Hörst du auf mich zu unterbrechen? Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, dass man mich hier sieht. Wo war ich? Die Gebiete, die Anfangsgebiete, Auenland, Eredluin, Breland. Die sind komplett frei spielbar, genau wie die einsamen Landen. Und alles andere, da musst du entweder VIP für sein oder die einzelnen Aufgaben-Packages einzeln kaufen. Und dadurch dümpeln natürlich in den vor allem in den einsamen Landen teilweise echt viele Spieler rum. Das liegt auch daran, ich bin auf einem sehr internationalen Server, was sehr geil ist, weil A, trainiert man sein Englisch, B, es sind super viele Leute unterwegs, man lernt viele, viele Leute kennen. Ach, das war auch, ich dachte, das wäre ein Spieler. Ich habe schon mit Leuten aus Tschechien gespielt, aus Frankreich, das ist super klasse, muss ich sagen. Aber dadurch ist es teilweise echt voll und vor allem, wenn man dann irgendwelche Jagdaufträge machen möchte, klappt das teilweise nicht ganz so gut, weil alles weg ist. Das hast du in den oberen Bereichen nicht mehr so stark wie jetzt etwa in den einsamen Landen, wo das mir wirklich am stärksten aufgefallen ist. Ach ja, gehen wir unten rum oder auch unten rum? Ich muss ja sagen, ich mag die einsamen Landen unheimlich gern. Ich finde die super toll gestaltet. Ey, nervt nicht. Ich finde die super, super toll gestaltet. Aber, wie gesagt, das nervt doch nach einer Zeit schon. Und Abwechslung, ne? Ein bisschen Abwechslung. Ich freue mich eigentlich immer, wenn es ins neue Gebiet geht. Und, wie gesagt, wir machen uns jetzt in das jetzt nicht mehr, also was heißt jetzt nicht mehr, in das ab sofort, also ab dem Punkt, wo wir sind, nicht, ach Gott, ich rede wieder. Sagen wir es so, wir reisen jetzt in das nicht mehr ganz so frei bespielbare Gebiet. In Abschragen muss man sich ja die Packages kaufen. So, ich rede davon am besten nicht weiter, sonst verhaspel ich mich noch mehr und ja, das wollen wir alle nicht, ne? So, ich muss einmal noch auf die Wetterspitze hochgucken. Ha, schön. Schön, die gefällt mir. Sehr toll gemacht. Vor allem, wenn man oben steht und überall alles überblicken kann. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. So, dann werden wir hier mal abbiegen. Da ist ein Ork, da ist ein Kebra. Lieber den Kebrein. Ah, es hat uns tatsächlich erwischt.
Ich dachte gerade, haben wir es geschafft? Nein, was ist denn da an unserem Hintern dran? Ich glaube, der Gebrein. Doch, ja, Dornkrallenkundschafter. Dürfte der Gebrein sein, so. Nee, das war das Bilwisse-Dorfe. Kraxeln wir mal hier hoch, würde ich sagen. Mal schauen, ob wir es finden. Ich habe ja immer so die wundervollste Orientierung, dass es schon mal echt nicht mehr feierlich ist. So, ach, aber hier kommt mir das doch sehr bekannt vor. Ach, der will uns angreifen. Okay, dann halt. Dann mach halt. Was wollte ich denn gerade sagen? Ja. Es haben mir ein paar Mal wieder mal Leute gesagt, von wegen, ich soll doch mal bitte meine Fernangriffe benutzen. Ich versuche dran zu denken, Leute. Das Ding ist, ach komm, den machen wir platt. Ich habe eigentlich, also mein Hauptcharakter ist, geht's wohl. Siehst ihr? Seht ihr, mein Hauptcharakter ist ein Waffenmeister und dadurch bin ich das gar nicht gewohnt, dass ich eigentlich ja als Jäger ein Fernkämpfer bin. Deswegen will ich aus Prinzip immer erstmal draufhauen und zwar aus der Nähe. So. Hallo, Gandaid. Wie kann ich zu Diensten sein? Aus Esteldin ist eine Nachricht eingetroffen, dass ihr dorthin kommen sollt, um euch mit Halberat zu treffen. Bitte beeilt euch, denn die Feuer der Orks brennen heiß und jedes Zögern unsererseits kann dem Feind zum Vorteil gereichen. Sprecht mit Halberat, okay. Sag mal, der war doch in den Brefel. War der nicht in den Brefeldern? Der war sogar in den Nord. Ach, ich weiß, welcher der ist. Der ist in Esteldin. Der ist doch in Esteldin, mit dem habe ich doch letztens. Okay, jetzt ist die Frage. Wie kommen wir da jetzt am schnellsten hin? Ich bin gerade am Überlegen, warte mal. Hat er nicht eben was gefaselt von wegen, die Aufgabe ist noch offen? Irgendwas war das doch. Einsame Land, Friedensangebot, nee. Pff. Ey, da wollte ich nicht draufklicken. Gut vorbereitet, sprecht mit dem. Rache kommt. Nein, nein, nein. Ach komm, wir machen uns jetzt einfach so auf den Weg, wir reiten jetzt hin. Dann sehen wir uns das alles mal an. So. Erstmal nochmal orientieren. So, da so. Okay. Dann so, da so. Und auf. Ey, Pferd! Ich will meine Ziegen zurück. Auf geht's. Was bist denn du? Rhabarber. Oh, jetzt ein Rhabarberkuchen. Jam, jam. Das wäre doch jetzt mal was Feines. Nein, aber kein Rhabarberkuchen. Keiner. So. Ich glaube in die Richtung. Ja. Du nervst, geh weg. Ich mag dich nicht. Das ist natürlich geschickt, dass ich mir hier die Route so quer durch die Orklage ausgesucht habe. Ah! Ups, jetzt habe ich mein Pferd wieder verstümmelt. Das war ja mal wieder sowas von geschickt. Vielleicht sollten wir ja ihr helfen. Oder auch nicht. Das hat ja einmalig geklappt mit dem Helfen. Komm. Die packt das schon alleine. Machen wir uns einfach mal auf den Weg, weil wir wollen ja mit Halbi sprechen. Brockenweiße Steinsalz haben wir gefunden. Ja, das geht dann direkt an die Celeste. An unsere Waffenschmiedin, an unsere Goldschmiedin. Und da ist mir eher vag am Hintern und eigentlich hätte der Bilwin. Ach, der Bilwin. Da uns der eine nicht gefolgt ist, haben wir uns direkt einen neuen geangelt. Ist doch auch mal was Feines. Ich glaube, jetzt haben sie aber von uns abgelassen. So. Machen wir uns nämlich erstmal in Richtung einsame Herberge auf. Weil ich glaube, der liebe Friedrich, der will uns da nicht weiterhelfen. Weil ich dachte erst, Dings, warpen wir uns nach Schragen? Weil das hat er uns ja schon mal so nett angeboten. Aber irgendwie habe ich da gerade nicht durchgeblickt. Von daher. Gucken wir mal.
Oh, dieses Jubiläumspferd ist so pottenhässlich. Aber das ist auch praktisch. Dadurch, dass sie das Jubiläumsfest verlängert haben, sind im Moment alle beim Fest. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Ich dich nicht. Du bist doch doof. Dann reiten wir halt selber hin. Ist ja auch mal schön, bisschen was rumreiten. Okay, und dann gucken wir mal, was wir dann machen. Aber hey Leute, wir haben das nächste Gebiet erreicht. Ist das nicht mal cool? Mittlerweile schon Brut 3. Ich glaube, mit Brianna bin ich mittlerweile bei Buch 8. Was ja auch noch nicht so viel ist, aber doch. Naja, für meine Verhältnisse ist das verdammt viel. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, mein höchstes Level ist im Moment 52. Man kann es aber bis 85 hochleveln, also. Ja, und im Herbst kommt dann ja das neue Erweiterungspack raus. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Es dauert wahrscheinlich wieder Jahre, bis ich es mir leisten kann. Ja, mal schauen. Nämlich Helms Klamm. Das wird sich ja auch sehr geil. Ja, ich habe mir jetzt vor paar Tagen, noch nicht so lang, von meinen Shop-Punkten, die ich mir größtenteils erspielt habe, beziehungsweise durch den VIP-Account bekommen habe, jetzt Moria geholt. Das heißt, das dauert zwar noch was, bis wir mit Syandra da ankommen, aber das heißt, bahnfrei für Moria. Und ich habe vor, bis dahin zu spielen. Eigentlich habe ich vor, komplett durchzuhauen. Und zwar mindestens bis Rohan. Wie ihr seht, ich habe da noch einiges vor. Aber mir macht es jedenfalls Spaß. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie mir. Warte mal, da war ein Ring. Ach nee, das war die Unterkunftstante. Dies muss nicht sein. Von daher. Ja. Nee, aber wie gesagt, da möchte ich hin. Mal schauen. Wird sicher lustig. Ich meine, wir sind ja auf dem besten Wege. Wir machen ja wieder hier unseren lieben Epos. Und mal schauen. Vielleicht kommt ja heute noch wer dazu. In dieser Aufnahme wahrscheinlich nicht mehr. Vielleicht irgendwann in den nächsten. Da wir ja im Moment wieder ein bisschen alleine spielen. Das liegt aber daran, dass meine lieben LPT-Partner gerade unterwegs sind. Hätte eigentlich auch unterwegs sein müssen. Das hat sich dann aber hat sich dann aber geklärt, beziehungsweise geregelt. Ach, gehört ja auch eigentlich nicht hierhin. Auf jeden Fall mal schauen. Vielleicht kommt noch wer, vielleicht auch nicht. Wie weit ist das denn noch weg? 4700. Wenn es sonst nichts ist. Wir reiten nämlich jetzt über Bree. Über Bree. Ach, Stadel, Bree. Dann oben, südliche? Ich glaube, das sind die südlichen, oder? Genau. Nee, ist. Ja, ein Stück von südlichen, nördliche Breefelder, Nordhöhen. Die Strecke machen wir jetzt. Und gucken uns währenddessen mal ein bisschen die ganze schöne Welt von Mittelerde Airlines an. Gummiboxhof. Ach ja, ich erinnere mich. War doch hier der kleine Schwerenöter um die Ecke. Wo reite ich denn eigentlich hin, verdammt? Da ist doch Stadel, Mensch. Also wirklich, so. Wisst ihr was? Wir sehen uns fast in Schragen. Dann müsst ihr nicht bis ganz da oben hin mitreiten, weil die Strecke kennen wir ja mittlerweile in- und auswendig. Aber seht dann trotzdem, wie wir in die Nordhöhen gelangen. Den epischen Augenblick erlebt ihr dann mit. Bis gleich dann!